Das ist doch schon. Nimm das! Hi. Leute, wer die Welt hier kennt, hat die letzten paar Streams nicht verpasst. Also, Applaus an euch. Und alle, die diese Welt nicht kennen, schämt euch. Ich weiß, ich habe in einem der letzteren Videos irgendwann vor 3-4 Monaten oder so mal gesagt, es gibt kein neues Minecraft-Projekt auf diesem Kanal. Aber es gibt ein neues Minecraft-Projekt auf diesem Kanal, auf das ich Lust habe. Oh mein Gott, da hinten ist eine unsichtbare Spinne. Von da kommen die ganzen Geräusche. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, von wo höre ich diese Spinnengeräusche? Wieso ist sie unsichtbar? Alter. Auf jeden Fall, es gibt ein neues Minecraft-Projekt auf diesem Kanal und das in Streams. Und zwar habe ich in den letzten paar Streams angefangen, Minecraft Hardcore zu spielen. Einfach, weil ich noch nie Minecraft Hardcore gespielt habe. Ich hatte einfach, es war eigentlich meine spontane Idee, Minecraft Hardcore zu spielen und im Stream so lange, bis ich sterbe. Und dann ist das Projekt einfach vorbei und es kommt auch kein zweiter Teil oder so. Das habe ich auch gemacht. Ich dachte eigentlich, ich bin nach dem ersten Stream schon tot. Aber wir haben jetzt schon 3 Streams hinter uns. Und ich glaube, jeder Stream ging jetzt mindestens 1,5 Stunden bis 2 Stunden. Wer die Streams noch nachgucken möchte, ich werde es einfach mal in der Beschreibung verlinken. Ja, ich habe auf jeden Fall angefangen, hier in diesem Dorf hier mein Haus zu bauen. Es ist zwar nicht schön, aber es ist ein Haus. Und es gibt mir Sicherheit. Und das ist das Wichtigste hier bei Minecraft Hardcore. Das Problem an diesem Dorf ist aber, dass die Villager irgendwie komplett dumm sind und schon alle verreckt sind fast. Bis auf 2. Und im letzten Stream haben wir halt was gemacht. Das hier. Die Sex Dungeon. Die Liebeskammer. Und hier haben wir eine Falltür. Und da haue ich den Essen rein. Ich habe gerade leider kein Essen dabei. Hier, ein paar Karotten. Karotten gehen immer. Hier, 30 Karotten. Gönnt euch. Und dann gehen wir mal hier rein in die Sex Dungeon, in die Liebeskammer. Und wir sehen sie da hinten. Die letzten 2 Villager in diesem Dorf. Ich habe es schön pink gemacht, damit es an diesen ganzen Sex-Dungeon, ich meine Liebeskammer-Vibe passt. Ich habe auch 3 Betten reingeklatscht. Auf jeden Fall habe ich hier eine kleine Liebeskammer gebaut hier, damit die Villager sich vermehren können. Was sie noch immer nicht gemacht haben. Ja, ich rede mit dir, Frank. Er hat Erektionsprobleme. Wir sprechen nicht darüber. Ja, ich wollte einfach dieses Dorf vor dem Aussterben bewahren und habe sie hier eingesperrt. Und wenn sie mehr sind, lasse ich sie auch wieder frei vielleicht. Ich meine, natürlich lasse ich sie wieder frei. Ich glaube, es gibt noch vieles, was man machen kann. Es gibt noch Bosse, die man besiegen kann im Hardcore-Mode. Machen wir auch alles im Stream. Solange ich nicht sterbe. Denn es kam schon öfters vor, dass ich fast verreckt bin. Solange ich nicht sterbe und solange ich überlebe, werden wir auch alle Bossfights machen. Also wir werden den Wither besiegen, beziehungsweise gegen ihn kämpfen. Wir werden gegen den Enderdrachen kämpfen, wenn ich ihn finden sollte, weil er nicht zu weit weg ist. Aber jetzt kommt das Wichtigste, nur im Stream. Das ist kein Projekt, was ich in Videoform machen werde. Also dieses Video ist jetzt eine Ausnahme. Aber das Projekt an sich kommt nicht in Videoform, sondern nur in den Streams. Also wer Bock auf Minecraft hat, der kann hier in den Streams zugucken. Ich kündige sie vorher immer auf Instagram und Twitter an. Ach ja, ich habe auch noch eine Eule gebaut. Ich habe auch angefangen, einfach Vorschläge von euch zu bauen. Und ich werde auch noch, glaube ich, noch mehr bauen in diesem Projekt und nicht nur plain Hardcore durchrushen. So, das wird auch ein bisschen mehr gebaut hier. Falls ich irgendwas Cooles bauen soll, kommt in die Streams, Leute, und schlagt was vor. Allgemein will ich auch ein bisschen 1.14 erkunden, weil es sind einfach so viele neue Sachen dabei. Und es wurde auch oft gefragt, ob noch ein Community-Projekt kommt. Es wurde auch gefragt, ob vielleicht im Winter wieder ein Community-Projekt kommt, wie das vor 2 Jahren. Und ich muss euch enttäuschen, es ist kein Community-Projekt geplant. Es ist auch kein Winterprojekt geplant. Es bleibt wirklich nur bei diesem Singleplayer-Projekt hier für die Streams. Sonst ist kein Minecraft-Projekt geplant. Falls ich hier sterben sollte und ich hatte wirklich viel Spaß und ich habe wirklich mega Bock auf irgendein Projekt, dann mache ich's. Aber momentan habe ich wirklich keine Lust auf ein Community-Projekt. Ich hatte auch, by the way, einen Hund, den habe ich Link genannt. Aber der ist irgendwie einfach verschwunden eines Nachts. Also ich habe ihn noch eine Nacht davor gesehen und am nächsten Tag war der Hund einfach nicht mehr da. Kann man Hunden keinen... Nee. Muss ich Linksklick machen? Aber dann schlage ich ihn wahrscheinlich. Ja. Aber ich würde sagen, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich wollte euch nur kurz Bescheid geben, für die, die es nicht mitbekommen haben. Es gibt ein Minecraft Singleplayer-Projekt, Singleplayer-Hardcore-Projekt, das halt so lange in den Streams gehen wird, bis ich sterbe. Wenn ich tot bin, ist das Projekt vorbei. Es gibt keine Backups, ich mache keine Backups von der ganzen Map, nichts. Leute, wenn ihr wirklich was davon sehen wollt, dann guckt in die Streams rein. Es wird nicht jeden Stream Minecraft geben, sondern ab und zu halt. Wie schon gesagt, ich sage vorher auf Instagram Bescheid. Und was ich noch sagen muss, am Freitag, den 20. kommt Zelda Link's Awakening raus und dann, Leute, dann wird das gestreamt. Also Freitag 20 Uhr gibt es einen Zelda Link's Awakening Stream. Wer Bock hat, kommt vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Friends. Habt auch einen wunderschönen Tag. Bis dahin und ciao.